Juhu, Tag 5. Mensch, Freya, bist du schon wach? Oh, ich habe vergessen, den Fernsehen zu gucken. Jetzt muss ich gleich nochmal reingehen und das dauert doch so lang zum Laden, du. Warum guckst du denn nicht in die Glotche? Oh, da kann man nämlich auch Rezepte lernen, du, ne? So. Die Rezepte? Ja, ja, Kochrezepte, da musst du immer wieder im Fernsehen gucken. Damit du alle Rezepte dann irgendwann kannst mit deiner Küche. Also die muss man ins Haus ausbauen, ne? Aber wenn man dann soweit ist, kann man da die Küche benutzen. Ja, 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 du, klar. So, Wetterbericht. Wettervorhersage für morgen. Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. Vorsage. Die Geister sind heute leicht verstört. Also kein guter Tag, um in die Mine zu gehen. Aber da kommen wir eh noch nicht rein. So ist das. Ne, du. Nee, 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 du. Das ist so. Jo, ich hab da eine Nachricht an der Tür, du. Eine Nachricht an der Tür? Ja, im Briefkasten. Ja. An unsere geschätzten Jojamarkt-Kunden. Unsere Teammitglieder haben den Landrutsch, der durch unsere Bohroperation in der Nähe des Bergsees ausgelöst wurde, entfernt. Ich möchte euch daran erinnern, dass unsere Bohroperationen vollkommen legal sind. Ja, ja, klar. Verantwortlicher Umgang mit der örtlichen Umwelt ist unsere höchste Prio. Wir entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten, die dieser Vorfall eventuell bereitet hat. Wie immer bedanken wir uns für eure fortwährende Unterstützung, Morris. Ja, ja. Solche Leute, ich nicht, ja, ja. Denen liegt die Umwelt am Herzen. Deswegen wollen sie ja auch das Gemeindezentrum zerstören und sich die ganze Stadt unter den Nagel reißen. Oh, da müssen wir aber was gegen tun, du. Ja, yeah, du. Oh. Was habe ich jetzt gefunden? Stardew Valley Almanach. Huch! Du hast ein paar neue Ideen, über die du schlafen kannst. Okay. Du solltest, Ich hab gerade die... Ach verdammt, ich wollte die Hühner noch streicheln. Ja, jetzt hab ich gerade bloß gefüttert und mein Ei geholt. Ich komme. Ja, was soll ich? Du hast sie gefüttert. Ja, genau. Ja, ich hab's auch gefüttert, ja. Okay. Dann tue ich sie halt schnell streicheln. Das ist okay, du. Dann mach ich das. Alles gut. Alles klar, Kommissar. Wieso dauert das immer so lange? Ich brauche Geld. Viel Geld. Ich kenne da jemanden, der hat viel Geld. Okay, ich bin da gerade zum Glück nicht als Hermann unterwegs, sonst will ich wieder einen zu viel kriegen. Ach Gott. Ja, ja, der hat Geld. Viel Geld. Vielleicht hat er ja manchmal auch zu viel Geld. Ja, das glaube ich auch manchmal, du. Sonst hätte ich bestimmt nicht an Elfriede dran gemerkt. Das kann sein, du. So. Dann mache ich jetzt hier mal auf. Nein, Inventar ist voll. Scheibentrick. Ja, ja, da lachst du wieder. Ja, natürlich. Da lachst du wieder dreckig. Oh, schon wieder eine gemischte, ja, du. So. Ach nee, das Ei wollte ich ja auch verkaufen. So. Ich gehe jetzt mal sammeln. Wenn die Kanne leer ist, die Gießkanne. Musst du ans Wasser gehen und sie mit Rechtsklick auffüllen. Oh, aber sie ist noch nicht leer, ich brauch. Ja, ist egal welches Wasser, aber muss halt zum Wasser laufen. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, wir brauchen unbedingt dann, wenn es soweit ist, einen Brunnen. Mhm. So. Aber der Brunnen kostet Stein. Oh, ein Jungstein. Mhm. Mauert er mich ein. Hui. Eichhörnchen, hier ein Eichhörnchen, jetzt ist weg. Oh. Hier schwimmen Entchen, ach ist das süß. Wo bist du denn schon wieder? Oh, Quark machen sie auch noch. Ich bin praktisch unten runtergelaufen, da kommt man dann in den unteren Teil, wo auch See und so ist. Ey, das ist eine Höhle. Das ist eine Höhle. Bei uns auf der Ecke. Ja, da kann man später was anpflanzen lassen oder also entweder Pilze anpflanzen, die immer wieder generieren oder... Man kann
Was war's noch? Früchte. Mushrooms. Ja, so in etwa. Ja, ich bin nicht ein Fan davon, ich frag nur. Ich auch nicht. Ich komm mal hoch zu dir. Diese Laufstufe wäre immer dagegen. Weiß ich nicht, weil ich dumm bin. Kann es sein, dass du dumm bist oder so? So. Wo war jetzt die Höhle? Wie fang ich denn den Scheiß? Du musst immer, wenn der Balken hochgeht, musst du ein bisschen auf Maus drücken. Und dann geht der Balken mit hoch und du musst versuchen, einen Fisch zu fangen. Ja, ich habe noch nie einen Balken gesehen. Ja, dazu muss er ja auch erstmal einen Fisch anbeißen. Ja, denn ich bin mir noch nie einen angebissen. Wahrscheinlich. Tja, ich habe halt den Gotteslachs in der Hose. Nicht du. Nee, ich hab gar nicht in der Hose. Ich hab bei mir gar nicht in der Hose, du. Das kann sein. Nee, ist halt immer so ein. Nee, warte mal. So ein Ausrufezeichen nur wieder mal. Also ich glaube mal. Kein Balken. Ja, dann musst du mit der linken Maustaste klicken. Aber mit der linken Maustaste, okay. Wenn das Ausrufezeichen kommt, ja. Mhm. Und dann kommt auch dieser Balken, der sich bewegt. Aha. Ja, das ist gar nicht so einfach, das Fischspiel. Nee, irgendwie vielleicht nicht, du. Wahrscheinlich bin ich zu blöd dazu, guckst du da. So, ich dachte, die haben diesen Erdrutsch beseitigt, aber anscheinend haben die Mine freigelegt. Nein, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Oh, Scheibenkleister. Nee, du. Das ist aber blöd. Jetzt muss ich ja wieder zurücklaufen. Mensch. Na, was machst du? Tust du immer noch angeln? Ich versuche immer noch zu angeln. Ich könnte... Irgendwie eine Birne zu kriegen. Ich könnte dir auch, die Mine zeigen. Mein. Aber dazu müsstest du mit dem Angeln aufhören. Ich hab schon aufgehört, du. Ich bin hier gerade mit dem Holzhacken wieder beschäftigt und durch die Gegend gänsen. Okay, dann... Dann musst du... Da liegt doch was. Eine Tulpe. Oh, und was ist das? Oh, ich hab Kohle gefunden. Kommst du? Kohle. Kommst du? Meine Tasche ist jetzt gerade voll. Die Tulpe würde ich mal eben... Ach nee, das ist... Eine Tulpe, das ist blaue Jazz. Irgendwas. Craft dir doch mal eine Kiste. Stell die vor deine Butze. Hier stellen. Das ist ein Lagerfeuer. Das ist ein Schotterweg. Wo ist denn die Kiste? Die ist weiter drunter. Okay. Ah, eine Kiste. Eine Truhe. Ja, aber ich habe doch gar keinen Platz in der Tasche. Du musst schnell was rausschmeißen. Wenn du es irgendwo hinschmeißt, dann kannst du es danach wieder aufsammeln. Ich habe die Kiste rausgeschmissen. Ja, ganz schlau. Ich habe es gesehen. Jetzt habe ich dein Heu aufgesammelt. Ich wollte dich gerade wieder fragen, was da liegt. Die kannst du glauben. Warum ist da liegt? Stellst du doch irgendwie vor die Haustür oder so hier hin oder so. Ja, ich bin gerade am Überlegen, wo das am besten hin. Musst du hinlaufen, also du kannst nicht aus der Entfernung irgendwas platzieren. Ja. Okay, da geht das sowieso. Na doch, ich muss wirklich direkt davor stehen vor dem Block. Ah, okay. Ja, warte. Ich verstehe. Moment, ich pack dir dann dein Heu in deine Kiste. Wo man eigentlich Fasern und das Holz und den Stein. Zum Craften und später zum Haus ausbauen. Ja. Gut, Kala, kannst du eigentlich auf meine Sachen auch zugreifen, die bei mir in der Kiste liegen, oder? Ja, nur wenn du die Kiste gerade nicht bedienst. Ich habe dein Heu reingeschmissen. Achso. Ja, deswegen nämlich auch die Frage. Jetzt brauchen wir gar nicht mehr in die Mine gehen, es ist nämlich schon 17 Uhr. Nee, tut mir leid. Nee, es ist sogar gleich 18 Uhr, wenn ich mir das mal angucke. Klugscheißer. Ja. Scheiß, da wäre der klug, ne? Kai, Luca. Also, dann merk dir vor, am nächsten Tag gehen wir in die Mine. Okay. Wenn die Wahrsagerin sagt, dass die Geister gut drauf sind. Wieso? Was ist denn, wenn die schlecht drauf sind? Nicht alles von dem Gras
ne, dieses komische Gras nicht alles fällen. Das ist nämlich später viel Tierfutter. Oh. Sobald man es wieder hat. Ja, nur diese komischen Büschel kann man fällen. Ja, Was wollte ich sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Okay. Das ist sehr gut. Oh. Hier komme ich nicht durch. Oh, ich habe es gefunden, du. Was denn? Du hast eine. Ach so, eine Geode. Ja, die kann man dann beim Schmied aufmachen. Die Spitzhacke ist nicht hart genug. Jetzt bin ich gespannt. Es wird einfach nur diese Höhle sein, die halt. Na, die man halt so in Standard Stardew Valley auch hat. Ja, genau, es ist einfach nur diese Standardhöhle. Total langweilig, du. Kannst du ja auch. Ich werde da noch gar nicht drin, du. Ich, ja, dann guckst du halt mal rein, ist nichts drin. Ja, was, gar nichts drin? Nein, gar nichts drin. Oh. Morgen gucken wir uns die Mine an. Morgen? Ja, da tun wir zuerst unsere Tierchen füttern und unsere Pflänzchen gießen und dann gehen wir in die Mine. Ach Mensch, die Höhle ist ja ganz schön langweilig, da ist doch gar nichts drin. Ach, ehrlich? Ja. Hat er mir wieder nicht geglaubt, du. Oh Gott, war das laut. Was denn? Das, was du gerade gesagt hast, du, das hat mich sehr erschreckt. Wie gesagt, die Fasern und die Steine und alles braucht man alles zum Craften. Mhm. Also schön da rein. Jo. Hast du deine Geode? Wo hast du die eigentlich hingeschmeißt? Ich hab meine auch in meine Kiste. Okay. So, ich geh schlafen. Jo. Ja, ich komme auch. Ich geh auch in die Haier. Jo, du let's do it. Aber du, mein Bett ist so kalt. Ja, da kann ich dir nicht helfen. Musst du deinen Kamin anmachen. Ja, der ist schon an. Das Bett ist trotzdem so kalt. Ich brauche jemanden im Bett. Das geht nicht. Level Up, Hofarbeit Stufe 1, Gießkanneneffektivität und Hackeneffektivität, neues Herstellungsrezept, Vogelscheuche, neues Herstellungsrezept, Standarddünger. Juppie. Ich hab's ja nicht alles jetzt. Ja,